Sie halten immer noch Abstand. Aber wir müssen den Schild wieder aktivieren. Das ist Rennen, okay. Nein, nicht essen! Was war denn nochmal? Ah, das war Fotografie. Und abschicken. Ein Feldarmadillo. Die werden sehr selten. Es war reinkommen. Und raus. Die Frage ist... Vorax. Davon sehen wir in letzter Zeit immer mehr. Aber 500, Dings wert. Okay, Jade. Ich überweise die Dineros an diese miesen Optima-Typen. Geldübertragung 350. An Optima. Stromzufuhr wiederhergestellt. Danke, dass Sie sich für Optima entschieden haben. Schild aktiviert. Schon brutal irgendwie. Gute Arbeit, Jade. Ich guck mal, ob wirklich alles wieder funktioniert. Komm mal hier runter. Hier ist eine Mission für dich. Jade, reporting. Mission M-Disc liegt bereit. Ich werde, denke ich, nicht mehr so krass aktiv sein. Schlafkosten sitzen. Ist doch nicht schlimm, Fair. Ist doch nicht schlimm, Fair. Jade reporting. Mission M-Disc liegt bereit. Hangar. Ruh dich aus. Okay. Da ich nicht weiß, was ich drücken muss. Yeah, ich bin... Oh, ihr kommt nur noch zu mir. Folgt mal diesen komischen kleinen. Bist du's, Jade? Wir haben gerade eine M-Disc bekommen. Vielleicht noch ein Job für Jade Reporting und Company. Wenn du sie direkt einlegst, könnte ich versuchen, diesen Decoder einzustellen, dass eine Meister nicht gehorchen will. Gut, machen wir doch gerne. Ich hab's gescannt. Nutze M-Disc Decoder, um Zugang zu Daten zu erhalten. Alles klar, machen wir. Benutzen. Persönliche Nachricht von Mr. Deed Castello. Bestätigen. Hallo, Miss Jade. Ich bin im Auftrag von Mr. de Castellac hier. Der Krieg ist eine Katastrophe für uns alle. Mr. de Castellac möchte Ihnen einen sehr delikaten Auftrag erteilen. Sollten Sie annehmen, machen Sie sich bitte so schnell wie möglich auf den Weg zur alten Mine auf der Schwarzen Insel auf der anderen Seite der Stadt. Da er sich des damit verbundenen enormen Risikos bewusst ist, wird Mr. de Castellac Sie großzügig belohnen. Bis bald. Kennst du diesen de Castellac-Typen? Geh nicht dorthin, Jade. Es riecht nach einer Falle. Bist du loco? Wir brauchen Dineros, um uns vor diesen stinkigen Doms zu schützen. Keine Sorge, Paige. Wenn du nicht willst, gehe ich allein. Nein, es ist... Okay, wir gehen zusammen. Aber ich bleibe in deiner Nähe, ob es dir passt oder nicht.
Sekundo, check den Computer und zieh die Informationen runter. Dann kannst du dir es ansehen, Jade. Und ich werde versuchen, das verdammte Hovercraft wieder ans Laufen zu bringen. Wenn ihr mich nicht hättet, würde ihr alles auseinanderfallen. Und nicht es funktioniert. Wir sind wieder mit dem Rest von El Mundo verbunden. Ob es dir gefällt und nicht. Achso, da stand ein und nicht. Oder hat er das gesagt? Echt jetzt? Habe ich da gerade richtig gesehen? Ich kann hier schon speichern. Tatsächlich. Oh, fair. Ach so, das meinst du mit und nicht. Ach so. Was cool ist, sie heißt Jade und alles ist grün, was sie hat. Neues Aufgabenziel. Schwarze Insel. Triff mit der Mr. Castellack auf der schwarzen Insel. Okay. Ich dachte, ich kann das auch. Ja, kann ich auch. Was haben wir da? Gute Arbeit. Boost-Kapseln verdreifachen die maximale Geschwindigkeit des Hovercrafts. Oh, schön. Zeitlimit auswählen. 2, 3, benutzen Q. So, hier, damit können wir doch bestimmt reparieren, oder? Scan-Analyse, okay. Ja, ich bin noch alt fair. Stellt einen Schlüssel der Energieanzeige wieder her. Auswahl 2, 3 und Q. Benutzen. Ich will immer mit E interagieren. Aber das ist ja verkehrt. Also, Doktor, wie lautet die Diagnose? Ich dachte, die unterhalten sich. Zum Glück ist die Alpha-Abteilung aufgetaucht. Du lässt den Hovercraft wieder auf. Ach du lest, dieser Kastellan ist gerade rechtzeitig gekommen. Fangen wir oben an. Ich weiß nicht, was ich von diesem Typen halten soll. Immer am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, gucken wir schon zu Ufer. Bin ich auch. Arr, die Batterien sind tot. Und der verflixte Generator ist auch hin. Fang schon mal an, die Ladestation hierher zu schieben. Ich helfe dir dann. Ist klar. Wir als Frau müssen wieder alles machen. Dieser Mr. D. Castellack ist gerade rechtzeitig gekommen. Ja, ja, so viel ist sicher. Alles klar. So, dann schieben wir mal. Ist doch das Ding, ne? Brauchst du Hilfe? Ah, jetzt kommst du. Jade, Reporting und Co. müssen dringend das Firmensparschwein auf. Das ist super. Okay, los geht's. Am besten wir fahren direkt zur Mamago-Werkstatt. Okay, das lässt sich ganz komisch steuern. Mr. Hovercraft geht's gar nicht gut. Es muss halten, bis wir bei Mamagos sind. Die haben, was wir brauchen. Ach so, geht's auch. Ich
schießen kann das Ding auch. Nun, das war's. Fini. Finito. Ende. Ah, verdammte Dreckskarre. Und die Werkstatt ist nur 300 Meter entfernt. Ist ein Hoverkraft. Erste Mal Platte. Bei Mama Goose gibt's Ersatzteile satt. Ist die Hoverkraft. Erste Mal Platte. Hey Mann, wo ist das Problem? Ich fahr vor und schlepp euch zur Mama Go Werkstatt. Mama Go! Hey, es funktioniert. Ja, so ziehen sie die Kunden direkt ins Netz. Mhm. Aber trotzdem cool. Ich muss raus aus dieser Räucherkammer, Jay. Ja, hier riecht's auch schon irgendwie nach geräuchertem Speck. Das ist ja schon Mobbing. Oder Specking. Oder Baking. Suden. Oder Schwobbing. Musik ist cool. Yo, Yate. Schön, dich zu sehen. Hab mir schon Sorgen gemacht. Dieser Doomsend-Meteor sind auch recht nah bei euch runtergekommen, oder? Ich hoffe, ihr konntet euch in Sicherheit bringen. Und die ganzen Knirpse, sind die okay? Und die neue? Wie macht sie sich? Es ging schon heiß her, aber am Ende ist alles gut ausgegangen. Danke, Isa. Übrigens, danke nochmal, dass ihr uns den Abschleppwagen geschickt habt. Kein Problem, Jake. Man muss doch seinen Nachbarn helfen, wenn sie in Not sind. Ist hier auch einer dieser Meteore runtergekommen? Ach, ich mag gar nicht daran denken. Fast das ganze Lager ist in Rauch aufgegangen. Dieser Krieg ist eine Katastrophe. Kann ich ein bisschen bei euch einkaufen? Klar kannst du, Jade. Bedien dich. Aber nicht vergessen, unsere Mama akzeptiert ausschließlich Perlen. Ja, ist doch schön. Wir haben ja auch genau eine. Und die sollen haben, was wir brauchen. Das meiste ist gebraucht. Aber wir brauchen einen neuen Motor für das Hoverfahrt. Dieser Mr. Castello kam gerade zur rechten Zeit. Das haben wir doch schon gehabt, oder? Okay, wir müssen unbedingt unser Konto auffüllen. Du sagst es. Weißt du, Ming Tzu verkauft in seinem Laden alle möglichen Detektoren für Tiere, Perlen. Die sind sicher eine große Hilfe. Hi Jay, sieh mal, ein Doms-Meteor hat uns ein neues Oberlicht beschert. Guck mal, da oben. Hi Babuka. Yo Jade. Wie läuft's Geschäft? Hat Jade Reporting genug Aufträge? Es geht bergauf. Es war ein bisschen ruhig für eine Weile und dann kommen plötzlich zwei Missionen auf einmal. Viel Glück, Jade. Nicht so viel Schaden durch den Geisterring-Angriff? Ach, wir hatten nicht einmal genug Zeit, den Schild zu aktivieren. Wenigstens ist Mama Hai. Hall, hau. Hall? Und Isam nichts passiert. Achso, Hall und Isam nichts passiert. Das ist das Wichtigste. Und tschüss. Hey, Jade. Halt doch mal die Füße still. Du bringst dich noch um mit dieser Hektik. Okay. Bist du Hall? Hi, Hall. Hast du was, um unser Hovercraft aufzupeppen? Es war genau richtig, hierher zu kommen. Jetzt rede ich wieder, ihr Computer. Wir haben, was ihr braucht. Einen brandneuen Speedcraft-Motor für nur eine kleine Perle gehört er dir. Lege deine Perle einfach auf das Empfangsgerät neben dem Antrieb. Ich garantiere, du wirst einen großen Unterschied bemerken. Und wenn du mal Probleme hast, kann er einfach mit einer SOD repariert werden. Eine SOD? Schweizer Offiziersdrohnen. Das ist ja... Klar. Sie sind echt praktisch. Du kannst dir welche auch im Automaten direkt hinter dir ziehen. Hey,
Moment, erstmal brauchen wir hier das hier. Achso, hier. Verkauft. Die Mamago Werkstatt. Achso, das haben wir ja schon. Isam, ein Speedcraft-Motor zu installieren. Ein Speedcraft-Motor. Kein Problem. Bueno, ich behalte das für dich. So, dafür brauchen wir 5 Perlen. 20 Perlen für einen Flugstabilisator, 15 für einen Sprung. Und Sprung in der Schüssel haben wir ja eh schon. Alter, 30 Perlen für Sternenantrieb. Identifizierung. Okay, eine Büchse Carbabs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Okay, ich wollte eigentlich das andere haben. Perfekto, ich nehm's auf. Jetzt kann ich das andere nicht kaufen. Ein Mega-Impulser erhöht. Oh Mann. Muss wohl sparen. War ja klar, mit E hättest du zurückgekommen. Ja. Ist ja gut. Naja, müssen wir halt sparen. Die Musik ist cool. Ich frag mich ja immer, wo sie hinguckt, so hoch oben. So, kommst du? Im Radio sagen sie, es würde einen neuen Angriff geben. Lasst euch nicht überraschen!